Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück, ne, zu einer guten Base-Runde. Leider Gottes für uns eine Stunde später, weil ich erzähle es hier, ne? Patrick weiß es auch noch nicht, warum, wieso, weshalb. Also gut, er weiß, dass es eine Stunde jetzt gedödelt hat, aber warum der Auslöser war eigentlich, ich weiß gar nicht, willst du das mitteilen? Willst du es überhaupt wissen? Keine Ahnung. Also, eigentlich, um den Zuschauern zu erklären, was jetzt gerade war, der Till hat die ganze eine Stunde lang mit sich gequasselt. Ja, hat genau. Hat mich dann ab und zu parallel gefolgt, was zocken. Ich gab ihm Antwort, da kam wieder nur, ich muss das und das, das. Ah, ja, das, ja. Und ich dachte mir nur so, ja, nice. Ich fühle mich gerade, als ob ich als ob ich schon 20 Jahre mit dem Typen verheiratet wäre. Das ist einfach so ein normaler Abend zwischen Ehepartner ist, aber dann fiel mir wieder ein, der Till ist ja nur für zum Aufnehmen hier. Ja. Nee, alles gut, also ich habe mich zwar schon ein bisschen beleidigt gefühlt, oh. In meiner Anwesenheit mich zu ignorieren, das geht gar nicht. Oh, nö. Nee. Nee, aber er hatte wirklich, wirklich Trouble. Das Ding ist halt, ich habe hier zwei Elgato-Leuchten und ich musste das WLAN ändern, weil eben, es war eigentlich so rum, ich habe seit eh und je einen Router und dran geknüpft dann Google Nest, beziehungsweise Google Nest Wi-Fi, die neuen Dinger. Und das läuft 99,999% super duper. Und dann gibt es irgendwelche Probleme, da plötzlich zack, weg. Alles ausstecken, wieder einstecken und dann ist es wieder da. Und dann kann es teilweise sein, dass es 4-5 Mal wiederholen muss, warum auch immer. Und anstatt jetzt da den Router so gesehen zwei Netzwerke zu haben, habe ich jetzt auf eins gewechselt und einfach Nest Wi-Fi komplett verbannt. Und das Ding ist halt, die Leuchten, die ich hier habe, die sind natürlich noch auf Nest Wi-Fi. Sie haben die Dinger noch aktiviert. Ich habe die resettet mehrmals. Aber die lassen sich halt nicht verbinden. Warum auch immer. Und ich habe jetzt, ja, versucht, das eine Stunde lang. Die funktionieren jetzt zwar, ich kann die einschalten. Aber ich muss halt immer, das ist halt irgendwie doof, aufstehen. Ja. Ja. Und, also ich habe jetzt mir Lightstrips von Philips Hue gekauft für 60. Die kommen übermorgen an. Heute kann nichts mehr versendet werden, ist schon 9 Uhr abends. Aber die kommen dann Samstag? Freitag? Ne, warte mal kurz. Morgen ist Donnerstag, oder? Ja, morgen ist Donnerstag. Die kommen freitags. Dann kann ich die übrigens auch an die Wand kleben. Mit so, keine Ahnung, 3M irgendwas. Stein. Kleber. Apropos 3M, übrigens, ich habe von denen ein Schreiben erhalten, dass die Preise bei denen um 200% steigen. Stimmt, ne, da ist ja alles immer am Kriseln. Das ist ja eh immer, heutzutage gibt es da nichts mehr also für. Ich hatte schon wirklich, das ist nur so kurz vor über Business-Zeug, ich hatte Kunden. Ist ja viel zu teuer dieses Jahr. Dann habe ich gesagt, okay, ich kann Ihnen auch die aktuellen Preise aufgrund der Corona-Krise durchgeben. Dann, oh ja, jetzt sind sie wieder günstig. Ich bin also, Junge. Sei froh, dass ich keine Preiserhöhung von 400% vorgenommen habe. Oh, wir hatten heute einen lustigen Fall. Das war, ich sage jetzt nicht wie oder was warum, aber das war eine Person aus dem hintersten Kaff der Welt. Bei uns. Stüpfheim. Ah, ist, ja, ist mir bekannt. Dort werden die Leute nach Hause geschüpft. Also bei uns heißt Schüpfen Rempel. Oder Rempel, oder so? Nee, ich denke eher, das heißt wie sagt man das eigentlich übersetzt? Ja, könnte man so sagen. Also es könnte eigentlich auch auf Deutsch heißen Stoßen nach Hause stoßen. Der Ort nach Hause stoßen. Ja, genau. Nee, aber das war, ich glaube, so was ich mitbekommen habe von einem Kollegen, das war ein Landmaschinenmechaniker. Er hat heute Morgen angefragt, Artikel, Stückzahl 500. Haben ihm einen Preis durchgegeben
ich weiß mal, ich kenne den Preis nicht, den Anfangspreis. Und dann hat er angerufen, wollte unbedingt am Telefon direkt noch den Preis, Einzelpreis für 1000, 2000, 3000 und 4000 Stück. Dann hat er irgendwie eine Stunde später nochmal angerufen, er möchte jetzt noch die 500er. Und dann war es ihm immer noch zu teuer und dann hat er nochmal angerufen und hat gesagt, also irgendwann am Schluss haben wir ihn fünfmal am Telefon, keine Ahnung warum, genau. oh shit, die gehen auseinander. Aber am Ende der Geschichte war eigentlich nur, beziehungsweise ist immer noch, dass da, ich weiß nicht, da ist irgendwie, da ist, keine Ahnung, was der Typ hat. Der hat irgendwie ein Problem. Beim Schluss hat er wieder angerufen und hat gesagt, oh, das ist viel zu teuer, könnte nicht günstiger werden. Geht nur über die Stückzahl. Aber... Stückzahl mit Preise verwechselt. Nee. Wollte einfach sagen, wie viel Stück muss er haben, dass das Ding, dass ein Stück 50 Rappen ist. Aber das Ding ist halt, das kann man nicht einfach so kurz schnell berechnen. Also gut. Ja, je nachdem, man muss ja auch diverse Preise einholen für Materialien und Co. Ja, aber hast du irgendwie das gesagt, ist wirklich dann, dass wir nur für ihn arbeiten, ne? Und immer am Telefon den ganzen Tag, habt ihr nichts zu tun und so und richtig so, ne? Richtig Arsch und wir lachen nur noch. Also, tut mir wirklich leid, aber das ist, ich weiß nicht. Dingsbums, nee, das geht nicht so, ne? Ah, Boden erhöhen. Perfekt. Ich muss hier Bodenerhöhungen machen. Hast du schon wie wieder? Jo, hab's rausgefunden irgendwie. Also. Ja, aber das ist dann. Da gibt's wirklich solche Spezialfälle von Menschen. Ich weiß, ich ticke auch manchmal so, aber dann zum Beispiel, es gibt ja Mengenrabatt, ne? Mhm. Dann machst du so eine Offerte, schreibst zum Beispiel 1000 Motoren. Ich nehme jetzt einfach mal eine Zahl, 5000. Mhm. Ja, genau. Dann denken die, ein Motor kostet dann 5. Ja, ja, aber genau. Aber das ist leider nicht so. Wenn das so wäre, dann wären wir alle reich oder arm. Ja, die Produzenten arm und der Rest reich. So sieht's aus. Der Kunde reich. Aber das geht so nicht, weil man sagt ja, erst ab einer größeren Stückzahl rentiert sich ja eine Produktion. Ne? Das sollte ja eigentlich jedem einleuchten, der kein Hausfahren verstanden hat. Ich habe irgendwie das Gefühl... Aber die Leute im Moment checken es nicht. Ich falle auch manchmal noch drauf rein. Aber dann muss man fairerweise dann immer halt ehrlich zu sich sein und sagen, ja, okay, ich bestelle jetzt halt lieber mehr. Dafür kriege ich dann Rabatt und habe das dann rausgeholt. Mhm. Aber das ist im ersten Moment ist es auch wirklich schwierig für gewisse Leute, das nachzuvollziehen. Ja, was sollten mittlerweile alle gecheckt haben, weil das Ding ist ja nicht gerade erst gestern gewesen. Also ich meine jetzt die Epidemie, die Grippe, was auch immer, wie du das nennen willst. Oh, scheiße. Baumstamm. Ich befinde uns in einer sehr schwierigen Krise. Nee, komm. Anderes Thema. Aber nicht nur wegen dem. Genau, noch ein Thema zu Kosten. Ich war heute beim supergeilen Mediamarkt. Ey, die Typen, das ist einfach der Wahnsinn. Immer wenn ich dort vorbeigehe, habe ich so einen Hals und würde am liebsten jemand anschreien. Heute wieder. Ich habe ja den Fernseher. Stimmt. Wie geht's jetzt eigentlich mit dem Fernseher? Können Sie mir noch nicht sagen. Sie wissen noch nichts. Wie jetzt? Ja, Mediamarkt holt den Fernseher ab und liefert den nur an eine Reparaturfirma. Ach so, geht der ganze Quatsch durch. Ja, und die haben denen noch keine Informationen gegeben. Boah, also das klingt erstmal einleuchtend. Also das ist irgendwo durch... Klar. Ja, aber ich will Informationen. Ich muss ja irgendwann dann auch freinehmen und da sein und so weiter und so fort. Und dann habe ich die gefragt, ja, wissen Sie, können Sie mir das auch nach Hause liefern? Dann hat er mir gesagt, ja, kein Problem für 200 Franken. Und die haben den ja schon abgeholt bei mir. Und ich habe ja fürs Abholen 79 Franken bezahlt.
habe ich denen gesagt, ey, wollen sie mich verarschen? Ja, genau. Das ist unser Standardtarif. Und ich so, Junge, ich habe 79 Franken bezahlt fürs Abholen. Der kann jetzt nicht einfach mal das Dreifache kosten. Oh, ja, das ist ein Systemfehler. Ich prüfe das nochmal. Aha. Ja, ich mach... Hat er es nochmal geprüft? Ich kann Ihnen für 99 Franken den zurückschicken. Das ist unser Standardtarif, normal, ohne Montage. Ich so, ihr habt mir den demontiert. Für 79 Franken, ihr habt mir ein Ersatzgerät gestellt. Warum zum Teufel könnt ihr dann einfach nicht auch wieder die Montage und den Wiederlieferung für den gleichen Preis machen? Ja, das geht so nicht. Er kann mir nicht weiterhelfen. Die zuständige Sachbearbeiterin wird mich morgen kontaktieren. Ich soll mit ihr einen Preis aushandeln. Ja, ja, ja. Und ich war da, also, weil das waren dann alles so in unserem Alter. Nicht, dass wir jetzt schon alt werden. Die ganzen Teil. Die hatten einfach keinen Bock. Ich frag mich einfach zum Teil, was ist mit dem heutigen Kundensupport los, ey? Da geht da vor die Hunde teilweise. Junge, Junge, ich muss schauen, dass wir vor den Kunden seriös rüberkommen und jeder Einzelne im Detail handeln. Ja, ich sage nicht den kompletten Detailhandel, ne? Aber es gibt da teilweise... Aber immer mehr und mehr, also... Das ist schon eine Hausnummer, ich sag's dir. Du, das Haus geht ja... Wenn man so mit Kunden umgeht, dann... Die können sich das irgendwo durchaus leisten, das ist irgendwas Schlimmes daran. Ja, das stimmt wirklich. Naja. Ja, jetzt muss ich halt noch ein bisschen warten, bis ich mehr vom Fernseher weiß. Ja. Ja, aber du weißt ja in Zukunft, wo du das Ding holen sollst. Es ist wirklich schlimm, dass mittlerweile Online-Dienste besseren Support haben als von Personen bzw. von Firmen, die du vorbeigehen kannst, ne? Ja, persönlich. Ich habe das für ich habe für Onlinehandel gemieden, nicht wegen dem Dingens, weil es scheiße war oder so, sondern ich wollte einfach den persönlichen Kontakt. Das war mein Hauptgrund immer, warum ich vorbeigehe. Gut, du kannst ja bei dem Online-Shop, den ich dir da ich immer kaufe, auch vorbeigehen grundsätzlich. Ja, ja. Hat ja auch das seine Abos. Das sind auch ganz nette Leute, kompetente Leute, also... War schon das ein oder andere Mal vorbei seitdem her, aber... Ja. Und dann ein Mediamarkt, der ja einen riesen Namen hat. Und das einfach nicht auf die Reihe. Von alleine, als sie den Fernseher mitgenommen haben, das ist nicht in ihrer Garantie plus drin. Und ich mir nur so gedacht, Junge. Muss ich eine Garantieverlängerung von 5 Jahren machen, dass wenn das Gerät innerhalb von 2 Jahren kaputt gibt, dass ihr mir das gratis abholt oder wie? Also, das war. Das war ein zu viel für mich. Das, ja, sind halt. Ich weiß nicht. Oh, bam, bam, bam. Das Haus wird langsam auseinandergerissen, ne? Ja, genau. Du musst da einfach schauen, dass du, Bis jetzt läuft's. Oh, oh. Nein! Boah, jetzt hat's gerade übelst geruckelt. Wirklich? Hab ich jetzt zum Depp nochmal, das sind die 2 Meter. Hier eine. Oh. Ich versuch gerade irgendwie einen Steg zu bauen, aber irgendwie macht mir das Wasser durch die Rechnung. Das Wasserchen. Kannst du da nicht irgendwie anbauen oder so? Also. Doof gefragt, ne? Ich bin wieder der Hengst von der Firma. Toll! Ja, ich versuche gerade irgendwie was. Habe ich IKT aktiviert, ja, das ist sehr gut. Wollen wir jetzt eigentlich schon auf 15 Minuten wechseln oder erst nach deinem Urlaub?
Erst nach meinem Urlaub. Okay. So, perfekt dumm. Was mache ich denn hier? Jetzt wirklich, mir fehlt wieder mal Stein. Da will mir einer verarschen. Immer noch fehlt Stein, um Stein zu bearbeiten. Nee. Immer fehlt das Steinchen hier und Steinchen da. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall genügend Holz. Das kann ich auf jeden Fall mitteilen, ne? Ja, nice. Och, zwei Eisen, das ist halt schon. Ich suche irgendwie unseren Steg, unsere Boote zu parkieren, aber irgendwie geht das nur bei Flut. Hä? Also ja, die müssen da über die Steine rüberkommen. Du machst das da immer noch mit Zwischenböden, ne? Oder wie hast du das hinten eigentlich gemacht? Ich frage jetzt nur so doof. Wie meinst du? Wie konntest du das hinschmeißen, die Zwischenböden mit wahrscheinlich mit kleinem Holz und dann so habe ich ja ein bisschen ausgedrückt, aber kleines Holz nehme ich an, ne? Nee, mit den normalen Brettern. Zwei. Das ist hier nicht möglich. Warum ist denn hier nicht möglich? Willst du mich verarschen? So geht's? Aber wenn ich das. Das ist doch für einen Armleuchter hier. Sorry, aber das ist wirklich doof. Das wollte ich mal anders bauen. Oh je, oh je. Oder muss ich das. Nee, mal kurz. Das ist irgendwie kritisch gerade. Und das snappt auch nicht ran. Warum? Das Bauen hier ist echt eine Qual. Sorry, aber das ist. Bis man's checkt. Wenn's gehen würde, muss ich die alle nochmal wegschmeißen, die Kisten? Nee, kann auch nicht sein, oder? Nö. Das darf doch nicht wahr sein. Wie snappt der Scheiß ran? Also ich bin einfach zu qualifiziert für den ganzen Scheiß. Och nö. Hä? Nee. Ey, Treppen verbrauchen so viel Stein, das ist. Absolut krank. Hier auf dem Boden kann ich es bauen, so wie ich möchte, aber eins drüber nicht. Was ist das für eine Scheiße aber auch? Das kriege ich nicht hin. Ich habe hier einen Holzboden, ne? Aber der sollte eigentlich genau auf dieser Höhe sein. Du kannst 5 Kisten hier reinpacken. Ja, sieht doch besser aus mit 4. Aber egal, das spielt keine Rolle. Ich will auch hier auf der Höhe, hier auf der 1er Höhe hier das Ding haben. Das funktioniert irgendwie. Aber du musst zuerst die Kisten hier hinbauen. Dann. Das ist nicht möglich, sagt er mir dann. Ach so. Das ist möglich. Und dann wieder wegschmeißen, oder was? Ja. Oh. Ey, also sorry, ey, aber da kriege ich Krämpfe. Ja, das braucht eine Weile, bis man drin ist. Das soll intuitiv sein. Ja, hast du mich geschnitten. So. Warum? Oh, ich krieg eine Krise hier. Nein, ich kann nicht mehr unsere Boote abholen. Was hast denn du wieder gemacht? Ich versuche,
Dann probiere ich das auch gerade mit jemandem. Zack. Und dann. Was? Ich hab ja auch so. Ich muss das andersrum drehen. Boah, ich hab's geparkt. Ich hab das Boot geparkt. Absolut scheiße, aber. Du hast es geparkt. Das sieht hier so scheiße. Schatten so scheiße aus. Junge, hier ist Nebel. Es ist arschdunkel. Ja, das ist glaube ich Abend, ne? Ja, wollen wir kurz pennen? Ich bin auch dafür, aber ich will das Ding hier nochmal setzen. So. Ich glaube, ich hab's raus. Oh je, jetzt geht's einer mal anderen. Jetzt eigentlich auf dem einen Ort aufbauen und am anderen abbauen. So rum. Mit einem Schuh draus. Du kannst aber zuerst einfach auch die Kisten irgendwie wohin packen, ohne Ordnung. Ja, ja. Okay. Also warum kann ich jetzt nicht schlafen? Ah, jetzt. Also und somit beenden wir die Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.